Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose Champions League und Europa League, die deutschen Teilnahmen. Manch einer wird sich fragen, warum ist denn Frankfurt nicht dabei? Leider gibt es den Kontrahenten Apollon aus Zypern leider nicht. Und dementsprechend ja, müssen wir in dieser Woche leider auf Frankfurt in der Prognose verzichten. Würde mich auf jeden Fall trotzdem freuen, wenn ihr fleißig mit in den Kommentaren tippen würdet. Jetzt geht's los mit Athen gegen Bayern München. Viel Spaß dabei, los geht's! Es war klar, dass der FC Bayern München der Favorit bei AEK Athen war und das mussten sie von Anfang an auch unter Beweis stellen. Sie nahmen sich der Sache an, übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und hatten mit viel Ballbesitz und vielen Stafetten gleich den Stempel aufgedrückt. Und jetzt kamen sie das erste Mal wirklich gefährlich in die Nähe des Strafraums. Das ist Ramos von Thiago bedient und dann gab es Strafstoß nach 14 Spielminuten. Eine Hand war wohl im Spiel. Und so die frühe Möglichkeit für den FC Bayern München mit 1:0 in Führung zu gehen. Gegen Athen ist es besser, wenn man frühes Ding macht. Ansonsten wird das sehr ungemütlich mit diesen Fans. Und Bakas gewinnt das Duell gegen Robert Lewandowski. Miserabler Start normalerweise für Athen. Aber das bringt jetzt logischerweise viele Körner wieder auf Seiten der Griechen. Trotzdem ließ sich der FC Bayern davon nicht groß verunsichern und spielte weiter mutig nach vorne. Goretzka ist das, der auf Müller spielt. Kann den Ball lange halten. Robben erst mit dem Ballverlust, dann holt er ihn sich aber wieder. Der FC Bayern München hatte Lust auf diese Partie. Müller wieder auf Thiago. Gutes Zusammenspiel. Lewandowski bekommt am Ende den Ball. Sollte aber noch nicht dafür belohnt werden. Aber der anschließende Abstoß direkt wieder in die Füße der Gäste. Und wieder FC Bayern München. Nach hinten brannte überhaupt nichts an. Und Athen machte auch hinten erstmal einen relativ unsicheren Eindruck. Immer wieder kamen Lücken zustande. Lewandowski auf Thiago und Müller. Aber wieder die Parade und dann ist es Robben, der mit dem Ball nicht mehr richtig umgehen kann. War dann auch relativ schwer zu meistern. Wieder der FC Bayern München. 5 Minuten knapp vor der Pause. Jetzt wollten sie endlich den ersten Treffer erzielen. Super Ball von Lewandowski. Und Thomas Müller haut das Ding rein. 40. Spielminute. Die hochverdiente Führung für den FCB. Überfällig. Es hätte schon 2-3-0 stehen müssen. Und jetzt belohnten sie sich zumindest mal zum ersten mit diesem Klasse-Schuss von Thomas Müller. Der ist gar nicht so ohne weiteres im Kasten unterzubringen. Man weiß nicht, ob er ihn so treffen wollte. Rutscht ihm ein wenig über den Schlappen und dann ist aus kurzer Distanz für Barkas eben nichts mehr zu halten. Also die Pausenführung für den FCB. Thomas Müller, 2 Abschlüsse hatte er. Einmal war es erfolgreich, jetzt eben 5 Minuten vor der Pause und 1:0 dann der Halbzeitstand, der absolut in Ordnung ging. Die Frage war im zweiten Durchgang, kann der Gastgeber auch mal was nach vorne bringen. Es sah nicht danach aus. Lewandowski über die Außen und Ramos dazwischen. Aber noch nicht so gefährlich, diese Situation. Die Partie schlief dann ein. Der FC Bayern ließ nach wie vor nicht zu. Kein richtiger Torschuss auf das Tor von Manuel Neuer. Und jetzt 10 Minuten vor dem Ende wollten sie dann aber mit dem zweiten Treffer wirklich alles klar machen, bevor dann noch mal was Schlimmes in der Schlussminute passieren könnte. Das ist David Alaba und der hatte keine Lust mehr, hier irgendwas offen zu lassen. Und in der 82. Spielminute war die Partie dann letztendlich wirklich entschieden. 7 Punkte stehen auf dem Tableau nach 3 Spielen. Die Hinrunde der Gruppenphase ist also abgeschlossen. Man ist voll im Soll und kann aus eigener Kraft noch Erster werden. Und dass Alaba hier so cool bleibt, ist auch ein Indiz dafür, dass der FC Bayern München wieder seine Form gefunden hat. Aber zu viel darf man auch nicht reininterpretieren. AEK Athen brachte wenig nach vorne und dennoch kann man dem FC Bayern München nur Respekt zollen. Ein sehr gutes, ein sehr kontrolliertes Spiel und so gewinnt man dann ohne große Aufregung in Griechenland mit 2:0. Lange konnte man gegen Manchester City das Unentschieden zumindest halten, wäre auch ein wichtiges Resultat gewesen. Jetzt steht man nach 2 Spielen mit 1 Punkt da. Und die starken Gäste aus Lyon, die gegen Manchester City ja gewinnen konnten am ersten Spieltag, waren jetzt zu Gast in der Wirsol
Rhein-Neckar-Arena. Es ist bereits eine halbe Stunde gespielt und dann kam die TSG aus Hoffenheim mal nach vorne und zwar so. 31. Spielminute, Adam Scholloy mit dem 1:0 für Hoffenheim. Es war eine Partie von Defensivarbeit geprägt. Lior brachte nichts nach vorne, Hoffenheim bis dato aber auch nicht. Dennoch konnten sie jetzt eben die Führung erzielen. Für Lopez nicht zu halten, das war ein super Abschluss, schön rausgespielt. Die Räume, die ihnen hier geboten wurden, nutzten sie aus. Aber man muss auch sagen, durch diesen Abschluss von Adam Scholloy ist das überhaupt erst möglich, dass es jetzt 1:0 steht. Schlägt nicht direkt im Winkel ein, trotzdem ein klasse Treffer des Ungarn. Jetzt wachte auch Lyon mal etwas auf und sie versuchten vor der Pause noch zum 1:1 zu kommen. Das ist Toussaint im Zusammenspiel mit Traoré und Tete. Wieder Traoré, wird da nicht wirklich angegangen und jetzt der Ball aber Unsicherheit und dann doch die Situation geklärt. So richtig gut war Lyon wirklich nicht in der Partie. Nach vorne brachten sie viel zu wenig, auch wenn sie da unter anderem mit Memphis die Qualität haben. Es war schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit und dann war Schluss. Die TSG führte mit 1:0 zur Pause. Das war absolut verdient, man konnte zufrieden sein, dennoch war man etwas skeptisch. Ein Versuch von Adam Scholloy, ein Tor. Sehr effiziente Sinsheimer konnten also nach 45 Minuten mit 1:0 in die Kabine gehen. Der zweite Durchgang lag dann aber erstmal in der Hand von den in Orange gekleideten Gästen. Das ist ein Dombele auf Ferry. Zusammenspiel mit Memphis und der Abschluss von Toussaint, aber erstmal in den Nachthimmel von Sinsheim. Sie wollten jetzt aber wirklich direkt das 1:1 erzielen, um vielleicht die Partie noch gänzlich zu drehen. Und Hoffenheim wurde etwas fahrlässiger in der Verteidigung und ließ mehr und mehr zu. Nur wenig später. Jordan Ferry erobert den Ball. Memphis, dann ist das wieder Memphis, der auf Jordan Ferry spielt. Und der fackelt gar nicht lange und hämmert das Ding rein. 52. Spielminute, 1:1. Jetzt schon der verdiente Ausgleich. Im zweiten Durchgang wirklich Lyon drückend überlegen, auch wenn es gerade mal 6,5 Minuten gespielt waren. Ging jetzt so in Ordnung, klasse Abschluss. Baumann ist noch mit den Fingerkuppen dran. Kann ihn aber nicht mehr rauslenken, der war wirklich straff geschossen und passt dann perfekt. Perfekter Start also für Lyon, doch die Partie schlief dann wieder ein. Es wirkte so, als wären beide zufrieden mit diesem Resultat, auch wenn Hoffenheim zu Hause eher unter Zugzwang ist, den Dreier einzufahren. Das ist jetzt Belfodil. Über die Außen macht das eigentlich ganz gut. Belfodil. Und dann ist es so ein wenig sinnbildlich für diese Partie. Die Hoffenheimer Fans waren trotzdem gut gelaunt, auch wenn nichts mehr kam. Diese Partie endete mit 1:1. Wenige Highlights, wenige Torchancen. Und dementsprechend geht dieses Remis mit 1:1 auch absolut fair zu Ende. Hoffenheim muss dann eben in den nächsten Spielen vielleicht mit ein paar Überraschungen in Lyon oder in Manchester die nötigen Punkte einfahren. Das Duell der Ungeschlagenen im Signal Iduna Park zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid versprach von Beginn an verheißungsvoll zu werden, weil die Schwarz-Gelben gut nach vorne spielten. Eigentlich sind die Athletik-Spieler ja dafür bekannt, gut zu verteidigen. Jetzt waren sie hier aber erstmal nicht so mit dem Zugriff da. Und Kagawa konnte zum ersten Mal abschließen. Kein schlechter Schuss, aber Oblak ist eben Weltklasse und fängt den ab. Dann wurde auch Atletico Madrid nach vorne vorstellig. Kuke auf die rechte Außenbahn zu Juan Fran. Der rechte Verteidiger immer wieder auf dem Weg nach vorne. Bürki faustet erstmal raus, dann der Abschluss von Lemar. Kalinic kam dann aber aus dem strafbaren Abseits. Es war eine Partie, sehr unterhaltsam, sehr turbulent zu Beginn der Partie. Aber Atletico wurde immer stärker und sie sind die Könige des Verteidigens. Diego Simeone weiß eben, wie man seine Mannschaft richtig einstellt. Aber gegen Borussia Dortmund bedarf es auch keinerlei Motivation. Kalinic auf Lehmer, der nicht angegangen wird. Hat er Zeit, auf Koke zu spielen, der aber etwas überhastet abschließt und nur das Fangnetz hinter dem Kasten trifft. War auch keine optimale
Schussposition. Halbe Stunde jetzt knapp gespielt. Borussia Dortmund kam momentan kaum zur Entlastung, weil Atletico das wirklich gut machte. Lemar wieder. Wieder nicht angegriffen. Das ist ein bisschen zu einfach. Da kommt Saraul. Und eine überragende Tat von Roman Bürki. Verhindert hier das 1:0. Der Schweizer Hintermann wirklich in überragender Form. Super Reaktion. Holt den noch aus dem Eck raus. Und kann sich beweisen. 5 Minuten vor der Pause. Dann versuchte es Dortmund nochmal nach vorne. Kagawa, der Ball etwas zu straff. Aber Sancho kriegt ihn mit seiner Schnelligkeit. Legt ihn nochmal zurück. Witzel. Und dann ist es Juan Fran, der den Ball rausköpfen konnte. Am Ende ist es dann relativ souverän geklärt. Es stand also zur Pause 0:0. Leistungsgerecht. Atletico Madrid war etwas besser. Doch der nötige Punch fehlte noch. Borussia Dortmund aber auch eine sehr gute Partie in den ersten 45 Minuten gegen eben auch starke Madrilenen. Wir sind jetzt gerade im zweiten Durchgang, gerade mal 5 Minuten dabei. Und dann kommt Koke, geht da durchs Mittelfeld und spielt auf Griezmann. Und der ist der Albtraum der deutschen Mannschaften. 50. Spielminute, Koke auf Griezmann und das ist überragend gemacht. Das ist Weltklasse. Aus einer Möglichkeit, die eigentlich gar nicht so gefährlich aussah, macht er das Ding so rein. Da kann Bürki nichts machen. Simeone El Cholo freute sich. Und so stand es dann 1:0. Nach 60 Minuten dann wieder Atletico Madrid. Griezmann auf Koke. Gut rübergespielt. Saúl und wieder scheitert er am überragenden Bürki. Dortmund bekam keine Luft mehr zum Atmen. Aber Atletico Madrid ist eben auch eine Weltklasse-Mannschaft. 65 Minuten knapp von der Uhr. Wieder Atletico. Sie gewannen immer wieder die Bälle. Die wichtigen Zweikämpfe. Lemar auf Kalinic. Und das ist dann höchst unglücklich für Roman Bürki. 66. Spielminute. 2:0 für die Gäste. Auf den ersten Blick sah es nach einem krassen Torwartfehler von Bürki aus. Aber wenn wir nochmal drauf schauen, das ist unglücklich, kriegt da nicht mehr die Beine schnell genug zusammen und dann kullert der unglücklich über die Linie hinweg. Aber als Torwartfehler das zu bezeichnen, wäre sicherlich auch nicht korrekt. Was war mit Borussia Dortmund? Sie versuchten es jetzt nochmal, aber die Schussstatistik von 1:7 sprach eine relativ klare Sprache und trotzdem hätten sie hier nochmal zum Anschluss kommen können. In der 69. Spielminute Paco Alcacer, super Schusstechnik. Aber Oblak muss nicht eingreifen. Borussia Dortmund muss sich am Ende geschlagen geben. Zum ersten Mal in dieser Gruppe, aber gegen Atletico Madrid sicherlich der stärkste Konkurrent in dieser Gruppe, ist das auch zu verschmerzen. Eine kämpferische und leidenschaftliche Partie konnte man gegen Galatasaray aus Schalker Sicht schon erwarten, aber sie taten sich extrem schwer, die Königsblauen hier etwas nach vorne zu bringen. Und dann kamen sie aber mal, schon über 20 Minuten gespielt, vom eigenen Tor hielten sie die Türken auch fern, aber nach vorne kam relativ wenig. Dann aber mal diese Flanke von Baba, nicht gut geklärt von Fegoli, dann ist Burgstaller da, Burgstaller, Rudi und wieder Burgstaller. Tolle Parade von Muslera, der fährt den Arm aus. Und in der Wiederholung sieht man, den klärt er mit dem Unterarm. War auch ein bisschen Glück dabei, dass der nicht im Winkel landete. Muslera aber aufmerksam und parierte zum Eckstoß. Den schauen wir uns auch an. Von der linken Seite ist das Daniel Kelly Jury. Sicherlich gefährliche Spieler in der Mitte. Sané musste aber passen. Leicht verletzungsbedingt. Dafür Naldo als kopfballstarker Spieler auch immer dabei. Und hier der Kopfball, aber relativ harmlos. Es stand zur Pause 0:0, Marc Uth von Beginn an dabei, konnte aber bislang noch kein einziges Mal auf den Kasten von Muslera abschließen. Aber auch die Istanbuler ohne wirkliche Torchance. Grundsätzlich war Schalke etwas stärker. Wir springen in den zweiten Durchgang und die Elf von Domenico Tedesco wurde jetzt wieder häufiger nach vorne vorstellig, aber dieser Abschluss von Harit von Maicon ohne große Probleme abgewehrt.
Der Eckstoß brachte aber nichts ein. Wir sind schon in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Ja, noch etwas über 20 Minuten zu spielen und dann nochmal Schalke. Burgstaller macht den Ball gut fest. Harit und da ist Marc Uth. 70. Minute, 1:0 für die Gäste. Aber wenn man so verteidigt, dann kann es auch sein, dass eben ein Treffer, ein Punch nach vorne genügt. Sie waren nach wie vor auch die bessere Mannschaft im zweiten Durchgang. Fährmann nahezu ballbesitzlos, weil zu ihm nichts kam. Und jetzt Uth hier mit dem Schuss. Und der dreht sich unhaltbar rein. Auch wenn es ein bisschen unglücklich aussieht. Ein Vorwurf kann man, da muss Lehrer nicht machen. Wir sind schon in der Schlussphase der Partie. Flanke jetzt. Und das ist Erin Derdiok. Ex-Leverkusener scheitert aber an Ralf Fährmann. Super Schusstechnik. Aber auch klasse pariert von Fährmann. Es gab in der Nachspielzeit noch einmal Eckstoß von der linken Seite. Würde jetzt der Lucky Punch fallen. Maikon, aber vorbei. Schalke gewinnt zum zweiten Mal in Serie in der Champions League auswärts mit 1:0. Hat jetzt 7 Punkte auf dem Konto. Eine klasse Statistik und die Möglichkeit wirklich in die K.O.-Phase einzuziehen, wenn sie jetzt in der Rückrunde der Gruppenphase weiterhin so konzentriert in der Abwehr spielen und nach vorne manchmal die Nadelstiche setzen können. Marc Uth wird dieser Treffer auch sicherlich sehr gut tun und so gewinnt Königsblau in Istanbul mit 1:0. Auch wenn Leverkusen bislang noch nicht wirklich glänzen konnte in der Europa League, stehen sie mit 6 Punkten sehr gut da und das wollten sie hier jetzt in Zürich bestätigen. Und von Anfang an machten sie hier klar, hier wollen sie die nächsten 3 Punkte einfahren. 3. Minute, Kevin Volland per Kopf aus Superposition. Beziehungsweise aus super schwerer Position mit dem Superkopfball, so ist es richtig ausgedrückt. Und die frühe Führung für die Gäste, das ging relativ schnell. Zürich noch nicht richtig sortiert. Volland kommt aus dem Halbfeld angelaufen und setzt den Ball dann mit voller Wucht in die Maschen. Das ist klasse gemacht. So viel Druck muss er da gar nicht aufwenden, da er eben aus seinem Laufweg noch viel Schwung mitbrachte. Und den dann so in die Maschen wuchten konnte. Wie antwortete Zürich darauf? Das war die Frage. Schon über 20 Minuten gespielt, dann dieser Angriff. Schönbechler über die linke Seite mit der Flanke und Roberto Rodriguez mit dem Ausgleich. 23. Minute, 1:1. Der FC Zürich war wieder in der Partie. Leverkusen unachtsam hinten, wie schon häufiger in dieser Euroleague-Saison und dafür wurden sie jetzt auch bestraft. Das ist natürlich auch ein super Abschluss. Nichts mehr zu halten für den Leverkusener Schlussmann. Dann wollte sich Leverkusen spielerisch befreien, es kam aber die Strafe auf dem Fuße. Das ist der Abschluss und eine super Parade von Radetzky kurz vor der Pause. Stand also weiterhin 1:1, das hätte hier schon bestraft werden können. Aber im kurzen Eck ist Lukas Radetzky eben da. Schöne Parade von seiner Seite. Wir springen in den zweiten Durchgang. Gute Freistoßmöglichkeit für die Schweizer. Knapp 23 Meter. Die Mauer postierte sich und stellte sich auf eine gefährliche Aktion ein. 22 Meter waren es sogar. Genau abgemessen. Schönbechler zwar über die Mauer hinweg, beziehungsweise etwas zwischendurch, die nicht optimal steht, aber der Ball fliegt dann vorbei. Es wurde etwas ruppiger, 70. Spielminute. Wendell mit einem unnötigen Foulspiel auf der Außenseite. Glück in der Situation, dass daraus nichts wurde. Etwas unnötig, dieses Foulspiel, da der Ball schon lange aus der Situation geklärt war. Wir springen schon in die 90. Minute. Das ist Lars Bender. Super Ball auf Valerio, aber direkt in die Arme des Schweizer Keepers. Doch die anschließende Aktion. Kevin Volland über die rechte Seite. Lässt sich nicht fallen, sondern setzt sich durch. Sehr gut gemacht. Legt sich den Ball zurück. Einmal auf Weiser
Dann ist da Kai Havertz und staubt ab, beziehungsweise hämmert das Bällchen, einfach in die Tormaschen. Der Lucky Punch auf Seiten von Bayer 04 Leverkusen. In der letzten Spielminute holen sie sich hier dann doch noch den Dreier. Die Schweizer können es nicht klären. Und Havertz fällt der Ball vor die Füße. Da behält er die Ruhe. Und abermals ist Kai Havertz der Matchwinner. Leverkusen gewinnt also mit 2:1 gegen den FC Zürich, der sich lange Zeit wacker schlug, aber dann durch diesen späten Gegentreffer ohne Punkte in den Händen doch dasteht. RB Leipzig konnte sich jetzt mit dem Sieg gegen Trondheim ein wenig Luft verschaffen, um in die K.O.-Phase später einziehen zu können. Jetzt war Celtic Glasgow aber zu Gast und die sind definitiv nicht zu unterschätzen. Doch die Roten Bullen spielten von Beginn an erstmal gut nach vorne. Yusuf Paulsen mit dem Abschluss, aber noch etwas zu wenig straff geschossen. Dann die Gäste aus Glasgow mal mit dem Vorstoß nach vorne. McGregor auf den Torarm in die Mitte. Da ist dann Rogic einmal durchgesteckt von Brown. Und Daniel Arzani mit dem 0:1. 12. Spielminute, die Gäste führt mit dem ersten Torschuss. Und das war wirklich bitter für die Bullen, die nach vorne gut spielten, aber jetzt hinten eine fahrlässig offene Lücke bieteten. Arzani hat auch den guten Abschluss gut rausgespielt, schnell die Seite gewechselt mit sicherem Passspiel. Mvogo sieht nicht so glücklich aus. Aber aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Schuss möchte man ihm da zu viel Einflussmöglichkeit gar nicht ankreiden. Es stand zur Pause also 0:1. Viel kam nach dieser 12. Minute dann im ersten Durchgang nicht mehr. Die Gästefans waren zahlreich dabei und waren auch durch das Tor von Arzani gut gelaunt. Im zweiten Durchgang dann erstmal wieder die Schotten auf dem Weg nach vorne. Mvogo kann das nicht so gut klären. Kevin Campbell, dann ist es Upamecano, der den Ball erstmal raustrischt. Werner verliert aber den Ball wieder. Rogic auf Eduard und dann ist das für Mvogo kein großes Problem mehr, das zu bereinigen. Jetzt kam aber wieder Leipzig nach vorne. Das ist Campbell über die rechte Seite mit der Flanke. Demme macht es nochmal scharf. Sabitzer, schöne Abnahme. Nimmt ihn an, dreht sich, haut ihn rauf, aber auch gut pariert vom Schlussmann der Schotten. Schöne Schusstechnik, der hätte gepasst, aber er ist aufmerksam und kann das bereinigen. Gordon im Tor der Schotten. Leipzig wollte nicht zum zweiten Mal in dieser Euroleague-Saison zu Hause verlieren. Und das bewiesen sie in der 88. Spielminute mit dem 1:1. Timo Werner, also doch noch der Ausgleich, extrem wichtig. Und jetzt war eventuell sogar noch die Möglichkeit da, das Spiel komplett zu drehen. 2 Minuten vor dem Schlusspfiff, das 1:1. Doch auch nach hinten durften sie jetzt nicht zu fahrlässig werden, weil Glasgow nochmal kam. Arzani, der Torschütze, treibt das an. Rogic auf die linke Außenseite. McGregor an den Pfosten. Vogo mit dem Rücken und dann klärt Upamecano die ganze Sache und dann war Schluss. Leipzig rettet also einen Punkt. Im Endeffekt durch diesen Pfostenschuss doch nochmal etwas glücklich. Geht unter dem Strich auch in Ordnung. Dennoch, es war eine mittelmäßige Partie von Leipzig. Das muss noch besser werden. So, das war die Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Frankfurt gibt's halt, also Frankfurt gibt's schon bei FIFA, aber den Gegner Apollon aus Zypern leider nicht. Naja, vielleicht dann nächstes Mal wieder. Wobei das Rückspiel in Zypern bei Apollon gibt's dann ja auch nicht. Oder ist das in Frankfurt? Naja, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.